Hallo, hier ist Rosi, der Rosenbaum. Ich bin voll schön und meine Blüten fliegen im Wind. Das ist ein bisschen gruselig. Vom Nahen sehen die Blätter sogar ganz okay aus, aber die Blüten sind ganz schön hässlich. Naja. Hallo auf jeden Fall und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Nicht Brotherhood, Revelations. Wir sind also hier in diesem Baum. Genau, wir haben ja den Aussichtsturm gemacht und wollten auch gerade mit der Hauptmission anfangen. Ich gucke aber erst auf die Karte, bevor ich einfach nur stumpf auf das Aufrufezeichen zurenne. Das Problem hatten wir ja schon mal. Alles gut, okay. Wir kommen da ganz gut hin. Hier wäre ein Tunnel. Nee, wird sich nicht lohnen. Wir hätten hierhin rennen können, aber das wäre irgendwie sinnfrei gewesen. Gut, dann rennen wir einfach drauf hin los. Drauf hinzu. Ach, keine Ahnung. Nehmt mich am besten nicht allzu wörtlich heute. Es ist einfach... Es ist wieder so heiß geworden, ne? Es ist richtig, richtig krass. Also ich hab jetzt... Wir haben jetzt Montag. Also ihr guckt es wahrscheinlich am Dienstag oder später, aber ich nehme diese Folge gerade am Montag auf. Die Fenster sind zu, die Gardinen sind zu, aber es ist so heiß. Oh Gott. Echt ein bisschen anstrengend. Also ich bin nicht so der Mensch für die Hitze. So ab, weiß nicht, ab 25 Grad, so 26 Grad wird es dann, ab da wird es bei mir kritisch. Ich bin da echt nicht so stabil, muss ich ehrlich zugeben. Ja, deswegen, also Sommer ist ja immer schön, aber so gestern oder so waren es, was weiß ich, so 27, 26 Grad, das war okay, das war gut. Das war gut. Hauptsache ich kann mit kurzer Hose und Shorts, kurze Hose und Shorts, mit, au, mit, was wollte ich sagen, nicht mit kurzer Hose und Shorts, sondern mit T-Shirt und Shorts rausgehen. Das ist meine Hauptsache, aber dazu müsste es nicht 35 Trillionen Grad sein. Ernsthaft. Ja gut, was rede ich hier? In Konstantinopel jetzt ist es bei Ezio bestimmt schon 50 Grad im Schatten und er läuft hier mit einer riesen Kutte rum, ja? Ich kann wenigstens irgendwie freie Beine wenigstens zeigen. Boah, stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ezio muss ja super warm sein die ganze Zeit. Ich meine, der ist in Konstantinopel und die Sonne scheint hier dauernd. Was zum Henker? Krass. Mein Gott, das ist ja super eklig. Da gut, dann nochmal Respekt an Ezio, dass er sowas aushält. Ich kann das nicht, auf jeden Fall. Naja, aber wir sind auch schon da. Haben ein bisschen Zeit verplappert. Los geht's. Ihr dürft es jederzeit zählen, Tarik. Aber das Geld bleibt bei mir, bis ich die Fracht selbst gesehen und die Qualität geprüft habe. Verstanden. Ihr seid ein kluger Mann, Manuel. Vertrauen ohne Zynismus ist hohl. Es sieht gut aus, Tarik. Alles ist hier. Also, was nun? Ihr bekommt Zugang zum Arsenal. Wenn ihr zufrieden seid, wird die Fracht an einen beliebigen Ort eurer Wahl geliefert. Sind eure Männer bereit für die Reise? Aber natürlich. Polykala, ich lasse eine Karte für euch anfertigen. Eine Karte? Boah, der Böse. Okay, Yusuf! Sind wir aus demselben Grund hier? Einer meiner Männer sah die Ankunft einer Ladung Waffen im Arsenal. Das machte mich neugierig. Waffen? Die würde ich mir gern selbst ansehen. Falls ihr nicht alle umbringt, weiß ich nicht, wie ihr hineinkommen wollt. Ihr wurde zweimal gewarnt. Keine Händler an den Mauern des Arsenals. Schafft das fort. Ihr Heuchler! Würden eure Männer nicht bei mir kaufen, wäre ich nicht hier. Ihr seid schlimmer als die Byzantiner! Verräter! Oh! Hüte deine Zunge, Parasit! Selbst in Friedenszeiten werden die Armen immer unterdrückt. Wenn wir ihnen ein Ventil für ihren Ärger geben, könnte das unserer Sache dienen. Hey Typ, du stehst mir voll in meinem Blickfeld. Gut, das Tor des Arsenals. Tarik hat einen Mann namens Manuel in das Arsenal geschickt. Zetteln Sie einen Aufstand an, um die Wachen abzulenken, um sich Zugang zu verschaffen. Mindestens 40 Aufständische müssen überleben. Ja gut. Storymäßig bin ich immer noch nicht so ganz drin, aber wir machen einfach mal weiter und hoffen, dass das schon irgendwie klappt. Und, genau. Dann mal hopp. Wie auch immer ich sowas anzettel. Einmal irgendwie verprügeln vielleicht. Da kommt der Rest auch schon mit.
Solidarität vortäuschen für die eigenen Ziele. Was für ein Ehrenmann. Es ist nicht schön, ich weiß. Doch es wird klappen. Ah, ist einfach nur Herolde bestechen, ja. Das ist ja nicht besonders schwierig. So, hier 100 Öcken für dich. Einwohner von Konstantinopel. Die Janitscharen sind korrupt. Oh ja, komm, es geht schon los. So, hier, Herold Nummer 2, nochmal 100 Öcken. Guck mal, zack. Ah, jetzt haben wir schon 11 Aufständische, 12. Okay, der Counter geht langsam hoch. So, und jetzt der letzte Herold. Hier, nochmal 100 Öcken für dich. Und los geht's! Ein offener Konflikt mit den Janitscharen verscheucht die Zivilisten. Nein! Was passiert jetzt? Das Tor wird nicht lange geschlossen bleiben. Die Leute tun euch einen Gefallen, Ezio. Erwidert ihn und bewahrt sie vor Schaden. Ah, okay, gut. Das heißt, wir werden die Aufständischen beschützen müssen. Oh Gott, ja, jetzt geht's los. Oh Gott. Verteidigen wir Megas 5 als Übrigen, werden sie fliehen. Ja, okay. Das heißt, wir werden unser Bestes tun müssen, um die armen Bauern zu beschützen. So. Oh Gott, ja, es ist natürlich ewig her, dass wir hier irgendwie gekämpft haben. Also sind wir noch schlechter als sonst. Warum haben wir denn nur eine Faust ausgewählt? Hier, nehmen wir mal den Stilett. Und dazu die Knarre. So, oh Gott, ich habe immer ein bisschen Angst, dass wir jetzt zu lange uns mit einem beschäftigen. Und dann der Rest da fröhlich gekillt wird. So, zack, am besten sowas machen. Zack, oder sowas. Oh, nicht die Aufständischen. Tut mir leid. So, hier, da hinten. Oh, wie viele sind das denn eigentlich? Komm, geh ins Feuer. Oh, ah. Oder auch so. Ja, komm her. Und? Ach doch, läuft doch. Ich hab's dir schon mal vorgestellt. Na? Zack. Nein, ach, komm. Der läuft, dann der hier noch. Dann direkt der hier. Ach ja, das mögen wir doch. Killstreaks. Puh. Da hinten ist noch einer. Ah, den kriegen wir. Und? Na? Und? Puh. Oh, die Mistgabeln! Oh Gott, es geht weiter? Oh nö, ich sehe schon. Oh mein Gott. Ja, vielleicht helfen die mir ja ein bisschen mehr mit ihren Mistgabeln. Uah. Hilfe! Oh, Ezio, fixier doch mal einen und nicht all auf Power, all auf einmal. Warum haut ihr denn mich? Was ist hier los? Ah, nicht der Typ, nicht den Typen, der hier. Oh mein Gott. Ich krieg ständig eine mit der Mistgabel über. Ich bin noch gut, Leute. Ich bin der Gute. Ja, ich bin noch bei 40. Ich ist lange nicht bei nur 25. Komm. Und zack. Hier der auch noch, hier direkt daneben und da ist noch einer. Scheiße. Boah, ich so ein Chaos hier. Zack. So. Oh ja, gut, dass du gerade kommst, Alter. So, komm. Zack, hier für dich in den Bauch und aua. Hier, pass auf. Oh Gott, ah, warum sind die alle bei mir? Warum sind die alle bei uns? Nein, aua. Cool, ein Diebstahl. Konterdiebstahl. Ach schön, wir brauchen auch gerade Medizin, das ist ja praktisch. Oh Junge, ich bin gerade deinen Freund am Killen. Da hast du mich nicht anzugreifen. Ja, du auch. Dasselbe für dich, Alter. Genau dasselbe für dich. So, der letzte. Schau sie zurück! Stirb! Ja, das wäre da mal geschafft, ne? Ach, es geht auch direkt weiter.
Arsenaleinbruch. Das Tor des Arsenals wurde durch den Aufstand zerstört. Finden Sie nun den Grund für Manuels Besuch heraus. Luftattentat von einer Seilrutsche. Aha, ja, mal gucken. Werden wir sehen müssen. Ich fühle mich ein bisschen Mission Impossible-mäßig. Hol uns jetzt die Klingen. Ach du Heilige, ist hier was los. Was drei Herolde alles machen können. Und 40 Leute. Okay, ich glaube, ja genau, hier ist auch schon die Spur. Manuel Palaiologos. So. Neffe des gestürzten byzantinischen Kaisers Konstantin den 11. wurde in dem Jahr geboren, in dem Konstantinopel an die Osmanen fiel und besuchte die Stadt. okay, Adoptivheim, Goss in Rom. Nun gut. Lassen wir es mal dabei. Wie gesagt, also ich mag immer nicht so viel vorlesen. So, wir folgen mal seiner kleinen, dreckigen, goldenen Spur. Wir ignorieren alles, was um uns herum irgendwie geschieht. Dieses komische Spurverfolgen fand ich auch immer sehr, sehr komisch, muss ich ehrlich zugeben. Ah, hier ist das ist ein Datenfragment. Ching! Und du bist tot. Warum hängt das denn da rum? Moment, das holen wir jetzt mal ganz schnell. Ach so, okay. Und. Hep. Ah, 10 von 100. Das heißt, wir können wieder genau Desmonds Reise 2. Können wir ja in der nächsten Folge machen. Ein bisschen Tetris-mäßig wieder unterwegs. Ah, natürlich finde ich mich auffällig. Natürlich tun sie das. Ach komm. Ihr habt doch Besseres zu tun, oder? Guck mal, ihr habt einen fetten Aufstand bei euch laufen, ja? Da habt ihr wohl Besseres zu tun, als mich alleine anzugreifen, oder? Zack, hier. Ach, Leute. Ihr habt doch sicherlich Besseres zu tun. Ah, oh, wir haben Oh Gott, wir haben noch zwei Medizin. Ah, das ist echt schlecht. Gott, der Diebstahl wäre ganz gut jetzt. Na, jetzt, jo. Und so, zack. Und zack. Konter Griff. Na, ich will ihn angreifen, der auf dem Boden liegt. Oh, nie geht sowas, nie. Oh, gut. Oh, Leute, gebt mir auf den Sack. Komm, ich qualifiziere uns lieber. Ich glaube, das geht schneller, obwohl ich weiß auch nicht, was schneller ist. Sich verziehen oder. Ah, oh, toll. Ich verziehen oder sich den Leuten zu stellen, aber ich hab grad. Geh weg. So. Ha. Ihr findet mich nicht, Lalalala. Aha. So, gut. Ah, hier ist noch ein Datenfragment. Oh, echt jetzt? Einer hat mich gesehen, alle anderen auch noch mit? Verarsch ich doch nicht. Oh nö! Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Das ist doch unlogisch! Ihr habt doch keine Telepathie oder Pager oder sowas! Wie soll das denn bitte funktionieren? Krass, dann ich kann mich hier auch nirgendwo verstecken. Oh, ich hab diese Seilrutsche schon voll vergessen. So. Ich versuch mich doch zu finden, ihr Affen! Oh, hallo, ich habe die ganze Zeit auf Attentat gedrückt. Oh mein Gott, ist das nervig. Ich habe eigentlich eine Mission, ne? Das wisst ihr hoffentlich. So, zack, aua. Ah. Oh mein Gott, wir haben keine Medizin mehr. Oh Gott. So, zack. Chaka tot. Puah! Du hinterher. Du auch. Deine Mutter auch. Na?
Komm, so. Aua. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, wir müssen... Eigentlich müssen wir weg. Wir haben viel zu wenig Energie. Wir machen unter Diebstahl. Nein, 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 nicht. Oh nein, 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 nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Oh Gott, warte, oh Gott. Das bezahlst du mir. Ich würde ja plündern, aber das kann ich ja auch gerade nicht. Oh Gott, wir sterben gleich. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist echt passiert. Scheiße, ja, wir hatten keine Medizin, das war das Problem. Oh Gott, wie blöd. Ja, vielleicht war es auch ein bisschen naiv von mir zu denken, dass wir einfach in den Aufstand reinlaufen können und nicht von den Leuten bekommen werden können. Ja gut, jetzt wissen wir es aber besser. Oh, das liegt aber auch alles nur daran, dass wir schon so lange hier nicht mehr in Konstantinopel waren und ein bisschen aus der Übung sind. Ja, genau daran liegt's. Nur daran, wirklich nur daran. Ja, gut, zu einem Arzt komme ich jetzt auch nicht. Eine Medizin. Was, wir hatten noch eine? Oh. Ich wollte doch eigentlich irgendwie auf diese Seilbahn da kommen. War dem nicht so? Naja. Ging es hier lang überhaupt? Ich glaube schon. Ja, doch. Oh mein Gott, warum sieht das hier so aus? Seht ihr das? Diese Animusstriche? Ignorieren wir das erstmal. Das mache ich eh voll falsch drin, ne? So. Ah, immer noch falsch. Hier, dann geht's. Ja, versuchen wir einfach nochmal hier reinzurennen. Auf gut Glück. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, 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 okay, wir versuchen einfach die Runaway-Taktik. Oh Gott, 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 oh Gott. Ach komm Leute, lass mich doch in Frieden. Lasst mich in Frieden. Zack. Boah, wie viele Datenfragmente hier sind. Aha. Komm halt, sei du mal ganz ruhig. Komm so. Oh nö, wo kommt der denn her? Nein, sind die alle da. Oh nein. Ich wollte mich den noch nicht stellen. Ah, jetzt müssen wir doch weiter rennen. Ah, hier, genau. Tauchen, sehr gut. Oh, nein, 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 hier runter, runter, runter. Scheiße, da steht auch einer. Oh. Ist das wieder eine blöde Folge? Eine blöde Folge. Einen guten Schneider. So, Klappe halten. Ich war hier nicht und du gibst mir Medizin. Weh, du hast keine Medizin, ne? Boah, du weißt, was passiert, wenn du keine Medizin hast, ne? Oh, zweimal. Ich liebe dich, Leiche. So, wo müssen wir denn hin eigentlich? Wir sind leider völlig vom Weg abgekommen. Das ist auch ganz schön blöd jetzt. So, keiner da? Nee. Aha, da ist der Weg wieder. Na, bingo. Da lang. 20 Jahre in der Stadt, dein Leben ist niemand. Nun endlich fügen sich die Teile zusammen. Bis die Palaiologos-Linie wieder eingesetzt, Manuel. Dann vergesst nicht, wer euch dabei geholfen hat. Natürlich nicht, mein Freund. Im Traum würde ich einen Mann wie euch nicht betrügen. Doch ihr müsst Geduld haben, Novaroma wurde nicht an einem Tag erbaut. Ich bin zufrieden. Bringt mich auf mein Schiff. Wenn auch nur eine beschädigt wird, behalte ich das Geld. Mhm. Schauen wir uns mal an. Mörder. Oh, natürlich.
Ach, aber was? Wir werden kommen? Das ist vielleicht doch ganz gut. Und raus, Ezio, raus! Ah. Wenn wir etwas können, dann rennen! Zack, zack, zack. Oh, natürlich steht hier auch einer im Weg. Naturellement. So, schnell hier rauf. Ah, okay. Zack, volle Synchro. So, hätten wir das auch erledigt und können direkt weiter. Ah, Mist, da war so ein Hubbel-Ding. So, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ah. Was war das denn? Oh Mann. Oh nein. Da ist er. Ah, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh, diese ganzen roten Punkte auch alles. Ah. Und wir sind am Folgenende angelangt. Ah. Komm, wir entkommen erstmal, dann können wir. Ja, bist du gleich aus, wir sind gleich aus, wir sind gleich aus. Und juhu! Ah, geschafft. Puh. Also wenn das mal kein Folgenfinale ist. Ah, schön. Arsenaleinbruch geglückt. Volle Synchronisation erreicht. Also wenn das mal kein gutes Fazit für heute ist, für den Dienstag. Ja, und ich finde, damit können wir uns auch schon voneinander verabschieden. Man sieht sich dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed Revelations, wo wir, glaube ich, mal wieder die Desmond-Sache machen können. Hier mit Tetris spielen und so ein Scheiß. Ihr erinnert euch, das wird dann hart erledigt. Jo, dann sieht man sich und bis dann, Leute. Danke fürs Zugucken. Tschüssi.